Und zurück in Borderlands, the pre-sequel. Mit Sprachfasching. Und sollen wir jetzt mal. Soll ich mal den Laser abschalten? Nee, soll ich nicht. Schalten. Nein, macht's denn nicht, weil das der Hauptquest ist. Ist das die hier? Also, was passiert, wenn ich hier drücke? Das ist eine Nebenquest. Dann machst du die Hauptquest weiter. Achso, na, das wollen wir ja jetzt, denke ich, nicht. Nee, gut, dann machen wir die Neben. Oh, hoppla, ich krieg noch eine Belohnung. Na, sowas. Nee, dann machen wir natürlich erst die Nebenquest. Nee, das ist eine optionale Mission. Sachen, die laut knallen. Auge ja, Auge das ist, ja, die Hauptquest. Ja, die habe ich ja gerade ausgewählt. Hä? Achso. Ja, da müssen wir, ja, das hatten wir Auge um Auge. Nee, da müssen wir doch nicht. Nö, müssen wir nicht. Ein ist okay. Hab's gesehen. Verwirrung abgelegt. Matthias ist nicht mehr verwirrt. Das hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Wie war das neulich, als Kevin in Dresden war? Hat Nintendo DS gespielt, ich stelle mich mit meinen Seifenblasen hin, Matze setzt Blubstrahl ein. Blub, 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 blub. Das war voll cool. Ja, weil es so unerwartet gab. Wir müssen jetzt bestimmt runter, oder? Nee, nee. Ey, wir, doch, wir müssen jetzt endlich mal hier den Aufzug, den du vor uns gefunden hast. Siehst du, wir müssen runter! Told you! Warum kann man hier nicht durch? Ja, ja, 20 später müssen wir dann mal runter. So, suddenly, irgendwann mal. Also, doch nicht runter oder was? Doch! Aber nicht mit dem Aufzug. Nee. Hallo, Matze. Komm, ich helf dir. Bitte, Kumpel. Hallo, Kevin. Jetzt hoch, Mama. Steht auf. Wer schießt denn? Ach, du blödes Geschütz. Was glaubst du eigentlich, was du bist? Geschütz. Na, Benny, bist du wieder in deine eigene Sprengfalle gelaufen? Glaube nicht. Glaubst nicht, das ist auch gut. Nein! Er hatte der Welt noch so viel zu geben! Schnapp dir seinen Echo-Recorder! Schon wieder Level up, was ist denn heute los? Da ist einer. Schick ihn einfach zu einer Ladestation, damit ich seine Persönlichkeit komplett zerstören und ihm eine neue verpassen kann. Natürlich auf ganz unschurkische Art, ist doch klar. Hier ist eine Skin-Anpassung, die habe ich schon. Okay, folge ihm und sorge dafür, dass er wohlbehalten ankommt. Habe ich auch schon. Ja, Sekunde, ich gucke gleich mal. Wir sind gerade noch ein paar Feinde. Wir müssen hier den einen Loader begleiten. Oh, die hab ich ja nicht. Loader! Übler Loader! Wo ist der Unterschied? Wartet! Oh, wo ist denn hier der? Ach, das sind Wurmloch-Generatoren! Ja? Was jetzt? Der Loader hat so schon anziehen, ganz schön mehr. Achso, ja, nicht klar. Ich hab meine, das hat man ja vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal. Ich wusste aber nicht, was das war. Bell ist Rang 10, naja. Sind da noch Feinde oder was ist los? Hey, das sieht aber so aus, als müsste jede Menge Loader finden. Okay, ich lade seine neue KI hoch. Lade neue KI herunter. Dann Soldaten entdeckt. Fuck, typisch. Okay, beschütze ihn, bis er fertig ist. Ist ja lahm. Persönliche Kick. KI-Download bei 20%. Nö, das geht aber schnell. Ah! Warum so lange, ja? Der Modem oder was? Ding, 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 wow, 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 bitte, 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 wow. Halt durch! Nee, halt. Ich hab Zeit.
Ich sterb gern so vor mich hin. Ja, das ist okay. Bin ich auch gut. Dann. Los, spreng ihnen ins Gesicht, Herr Fieder! Bin ich denn jetzt wieder nach hier? Sind da überhaupt Feinde oder kann ich die auch hier unten holen? Nächste 80% Modem, das ist mindestens ISDN, das der hier hat. Miep, miep. Lass einfach zum Testen das neue Programm auf dem Loader laufen. Der soll jetzt mal zeigen, was er drauf hat. Jetzt wird's ein Explosiv-Loader. So war das nicht ganz geplant. Aber jetzt, da die KI im System ist, kann ich jederzeit am Code rumdoktern. Sämtliche Bots in der Gegend sollten eine weniger dämliche Version dieses Programms haben. Aktiviere ein paar, dann sollten sie was Hammerartiges machen. Was zum... Was war das denn? Suddenly. Seht das? Bin ich jetzt richtig oder falsch? Ich denke eine Mischung aus beiden. Das hilft mir richtig aber jetzt gar nicht. Falsch. Oh, ich glaube, ich bin vollkommen falsch. Komm mal hier oben an den Loader ran. Das muss wehgetan haben. Ein flammender Marinierter. Oh, ey, da ist er auf den Strauch gesprungen. Das ist ja ekelhaft. Davon will ich gar nicht mehr wissen. Jemand hat mich nach unten getreten. Oh, jemand hat aus meinem Becherchen getrunken. Echt? Ich habe hier oben den Loader gefunden. Warum bin ich tot? Bin mir nicht sicher, wenn ich wiederbelebe. Ja, wollte ich gerade sagen, wäre ich selber fast gestorben. Perfekt. Absolut perfekt. Genau sowas brauche ich, um den Vorstand zu überzeugen, Jack rauszuwerfen. Bring mir noch mehr solche Echos. Jacks Kammerjäger nehmen die Kuriere aufs Korn. Ich brauche mehr Panzerung und bessere Waffen für die Kuriere. Sofort! Nee, gibt's nicht. Ich hab so slightly the feeling, dass wir gerade zwei verschiedene Quests machen, aber das ist okay. Ja. Ja, wir müssen jetzt erstmal die Loader triggern. Ich trigger ja nur, ich trigger, was das Zeug hält. Bin quasi Mr. Trigger. Oh. Da bist du echt am Drücker, was? Ey, das ist so ein Jopass. In Strich. Ja, ich such schon, Stift. Der war gut. Ah, jetzt hab ich hier doch keinen Stift da. Du könntest echt Glück haben. Nee, könnt doch nicht. Ich spiel gleich weiter, liebe Freunde. Ich muss jetzt einen Stift suchen. Es tut mir wirklich leid. Sorry, dass die so gruseliges Zeug verzapfen. Eine kleine Macke in ihrer Freund-Feind-Erkennung. Wenn ihr halt auch schon. Also, Kevin muss echt mal ein bisschen mehr zulegen. Das ist ja bitter enttäuschend. Das ist einfach nur mal das Zeugnis dafür, dass ich nur gescheite Sachen sage. Das ist Zeugnis dafür, das ist dass du einfach mal total unlustig bist. Ja, das ist Ansichtssache. Am Anfang hieß es mal noch, dass die Sprüche einfach nur dumm sind. Mittlerweile sind sie ein Zeugnis dafür, dass man lustig ist. Das ist interessant. Muss ich schon sagen. Eine gewisse Dummheit kann ja auch Lustigkeit hervorbringen. Das Ganze immer nur mit dem Ernst gescheiter Sachen zu bewältigen, ist, denke ich, keine dauerhafte Lösung, die einen erhöhten Entertainment-Faktor bietet. Wo muss man eigentlich hin? Um jetzt mal wieder was Sinnvolles hier einzubringen. Jetzt bin ich mir selber nicht sicher. Ich hab die Quest gewechselt, weil wir die schon fertig gemacht hatten. Ah, okay. Wir müssen dahinter wieder. Okay, jetzt verstehe ich so langsam. The Principle. Finde ich überhaupt nicht zurecht. Naja, es ist ein bisschen unübersichtlich hier, das muss ich zugeben. Das ist ein bisschen wie Halo. Also ich habe in Halo noch nie ein Gebiet gefunden, was nicht unübersichtlich war.
Das Spiel ist irgendwie prädestiniert dafür, um sich zu verlaufen. Aber so richtig. Was bist denn du? Power-Suit Noob, der Lost Energy. Hier, nimm das als Dank! Du bist das Mutten zu meinem Der ist so explodiert wie so ein. Wo ist noch Benny hin? Ich hab nichts von Sterben gesagt. Oh nein, die Waffe. Danke. Wir haben einen Erkundungstrupp von der Helios aufgegriffen. Schön. Es muss etwas geschehen. Dieser Mann hat offenbar viel Geld zur Verfügung. Er ist entschlossen und noch schlimmer, ehrgeizig. Und ein Arsch hat sie noch vergessen. Wir brauchen noch mehr. Mach weiter. Für die Legion! An alle Kuriere, wenn ihr einen von Jacks Kammerjägern seht, sucht sofort einen Schutzraum auf und wartet auf Verstärkung. Schutzraum? Für so einen Mist habe ich keine Zeit. Töte die Kuriere schnell, bevor sie irgendwo unterkriechen können. Meine linke Backe, keine großen Verluste. Ich wundere mich, dass Jack nichts dagegen zu haben scheint, dass wir Aufträge gegen ihn ausführen. Das wird er nie mitkriegen. Ja, das ist schwer zu sagen. Buschfunk auf der Helios, der ist total aktiv. Denkst du? Mhm. Würde ich schon behaupten. Das spricht sich alles ganz schnell rum. Was haben wir denn hier? Einen Automaten. Ja. Yeah. Du eine Mad Trap Klassenmod. Nee, die ist aber scheiße. Miep, miep, miep. Ich glaube, ich behalte mal die weißen Schilder und versuche dann noch was zu grinden. Was? Ich hab gesagt, wo Robert noch alles. Das ist eine gute Frage. Robert? Ah, natürlich. Entschuldigung, ich hatte mich aus Versehen gemutet. Ja, ich bin noch da. Kann man sich denn aus Versehen muten? Ich hab mich gemutet, weil ich geschnaubt hab, damit er nicht hier allen das Trommelfell platzt. Ach so. Und hab dann vergessen wieder. Dann wollen wir mal die Kuh fliegen lassen. Danke. Sugar, das tut jetzt ja überhaupt nicht weh. Wieso hab ich denn. Bitte stirb, bitte stirb. Ich hab grad eine Spritze in der Hand. Hat jemand gerade mal Gesundheit wenig? Ja, Robert, komm mal her, komm mal her. Ey, das ist ja geil. Ist ja hochpraktisch. Braucht noch jemand hier Gesundheit? Benny bräuchte noch was, ne? Wo bist denn du? Oh, es ist was vorbei. Machst du? Wie ich hab grad meinen Action-Skill aktiviert und hab da irgendwie so eine Spritze in der Hand gehabt. Und da dachte ich, ja, die könnte ich in Rot mal reinhammern. Lass hier Kleine mal noch die eine Quest hier mit annehmen. Ja, und freilich. Abgeben, ja. Fragezeichen ist um Abgeben. Jack, haben Sie soeben ein Patent für explodierende Suizidroboter beantragt? Was haben Sie sich dabei gedacht, verdammt? Dass das ziemlich geil ist? Naja. Hier müssen wir aber nicht hin. Nee. Nö, aber hier sieht's schön aus und hier ist warm. Woher willst du das wissen? Hast du Wärmeempfindungen? Na klar, wer habe ich einen Wärmesensor? Das wäre ich denn sonst für ein Roboter. Nee, ein Roboter halt. Ich habe für jeden Scheiß einen Sensor. Denke ich nicht. Natürlich. Irgendwie. Das ist Jacks, ja. Kammerjäger! Lauf! Na doch. Hier fertig. Ich konnte gerade mit meiner Waffe nicht mehr. Hä? Scheißleben! Ich habe einen Bug entdeckt. Wir haben eine Waffe auf der Helios entdeckt. Halte ich bei euch gerade eine Waffe in der Hand? Mit unvorstellbarer Feuerkraft. Ja. Hm. Als Reaktion auf Hyperions Gier und Ignoranz werden wir tun, was getan werden muss. Ah ja, jetzt sehe ich sie auch wieder. Heute Abend erobern wir die Helios. Pandoras Mond wird fallen. Prima. Geh zum schwarzen Brett und lade hoch, was du gefunden hast. Wenn das alles hier vorbei ist, kann Jack von Glück reden, wenn er Hyperion nicht mit einer Schusswunde in der Brust verlässt. Ich glaube nicht, dass es auf diesen Audiologs belastende Beweise gibt. Klappe, was weißt du denn schon? Bring sie her. Ich fühle mich hier nicht ernst genommen von den Leuten. Warum? Weiß ich nicht, weil immer alle sagen, ich soll die Klappe halten. Ja, ist richtig. Schon wieder. Ich finde, dafür, dass ich hier ein Meditrap spiele, ist das eigentlich mal überhaupt keine faire Behandlung. Ja, ja. Leben Sie wohl, Jack. Ihre Tage sind gezählt. Ist dafür eigentlich was Cooles gegeben? Nein. Ja, Schrotflinte. So, wir haben ja noch eine unentdeckte Quest.
bei Forschung und Entwicklung. Irgendwie verändert sich die Questmarkierung immer. Also er macht mir gerade irgendwie zu schnell, muss ich ehrlich sagen. Mir fehlt da so ein bisschen die Nachvollziehbarkeit in der rote Faden bei den ganzen Quests. Können wir das irgendwie ein bisschen versuchen zu kommunizieren? Weil wenn ich schon Probleme habe, hinterher zu kommen, dann kriegen das die Zuschauer wahrscheinlich erst recht nicht richtig mit. Weil ich renne hier gerade von A nach B und wenn ich bei Questmarkierung A bin, ist sie plötzlich ganz woanders. Ich fände das irgendwie ein bisschen cool, wenn wir das irgendwo ein bisschen nachvollziehbarer gestalten. Weil sonst können wir auch ein Walkthrough machen und schalten einfach die Mikrofone ab. Walkthrough? Na, wo bist du jetzt? Ich bin wieder bei Jack aus irgendeinem Grund, aber wir müssen wahrscheinlich nach unten. Ja, weil wir da die Quest abgeben mussten. Naja, das ist ja gut zu wissen, sag ich mal. Also das ist, wenn wir, sag ich mal, alleine spielen, ist das ja kein Problem, da mache ich es ja auch immer so. Aber hier sollten wir das schon versuchen, in einem nachvollziehbaren Rahmen zu halten. Also ich fand, das war jetzt nicht, das lag jetzt eher daran, dass erstens das Gebiet ein bisschen komisch ist. Also man sieht nicht durch und zweitens waren dann die ganzen Quests nebeneinander. Weißt, wo wir die eine Quest gemacht haben, haben wir währenddessen schon die andere getriggert und das haben wir ja, wieder zwei. Ja, das mag ja sein, aber es geht doch darum, dass halt einfach die Quests im Inventar, dass irgendjemand von euch, von uns Vieren immer die Quest umstellt, weil er gerade sagt, okay, wir haben die jetzt abgeschlossen, wir machen die nächste. Und dann verschiebt sich die Questmarkierung halt einfach oder irgendjemand triggert irgendein Event. Ja, das passiert halt mal, da kann man jetzt auch nichts dagegen machen. Ja, das ist richtig, aber dann kann man das ja durchaus kommunizieren. Wenn wir fertig haben, dann ist es klar, dass wir nicht die Hauptquest machen, sondern die andere. Dann hat man die eine Quest fertig und dann wird immer automatisch die Hauptquest ausgewählt. Dann ist das es ist schon so klar, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Schreibt jeder mal auf, was einem anderen nicht gefällt. Ich versuche ja nur ein bisschen konstruktive Kritik hier reinzubringen. Weil sonst das Let's Play an sich auch nicht so wirklich den Wert hat. Das ist, da könnte man genauso in Fallout einfach durchrushen. Das würde genauso wenig funktionieren. Ich finde jetzt nicht, dass wir hier durchrushen, ehrlich gesagt. Das ist doch schön, wie du das findest. Weil du mal kurz einen Überblick verloren hast. Ja, ist okay, nee, ich meine ja nur, ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Mir ist das hier doch egal. Also, das ist ein bisschen gelogen. Ganz egal ist es dir nicht. Nee, ist es auch nicht. So, und jetzt sind wir alle ruhig, weil jeder den anderen nicht mehr mag. Deswegen nur eine Probe, ich hab die Moderation, ja, die weil Robert nämlich immer alle mag. Ist jetzt die Hauptquest? Bleibt ja, noch die eine unentdeckte Quest. Wie kommen wir da hin? Ich gehe mal davon aus. Normalerweise eine unentdeckte Quest müsste doch mal, immer als Ausrufezeichen markiert sein, oder? Vielleicht ist sie. Ja, wollte gerade sagen, in einem anderen Gebiet kann ja sein. Forschung und Entwicklung, ja, die ist im anderen Gebiet. Also, wir haben jetzt nur hier die Hauptquest. Wir können natürlich wir könnten das Gebiet wechseln. Ah, ich habe hier gerade noch ein paar Feinde am Laufen. Das tut weh! Ah, wir müssen die auch hinterher abwickeln. Wir können die auch hinterher abwickeln. Erstmal die Hauptquest machen. Das kann ja, würde ich funktionieren. Sagen. Würde ich sagen, dass wir das so machen. Laser abschalten. Ich häng im Boden fest. Wo müssen wir denn da hin? Also, lass mich auf die Map gucken. Hier durch? Nee. Na doch, eigentlich. Naja, nee. Also, wir haben zwei Möglichkeiten: oben drüber oder unten drunter, oder? Na, ich würde sagen, erstmal hier hoch. Ja, wir müssen dahin, wo wir vorhin waren, oder? Bei diesen, bei dieser Konsole, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir das erstmal nicht. Ah, okay, ja, stimmt. Dann lass uns dorthin gehen. So gleich. Jetzt müsste man natürlich noch wissen, wie man da hinkommt, aber das halte ich für eine lösbare Aufgabe. Das kriegt man schon hin. Ah.
Ich finde es irgendwie immer noch total irritierend, dass die Loader auf unserer Seite sind. Ich krieg da, ich hab da immer so die, diese automatischen, diesen Reflex. Aber die ganzen Loader hier greifen mich doch nicht an. Nee, aber wenn du die umprogrammierst, dann kannst du die zu einem Gunloader oder einem Explosivloader machen. Achso, naja, das brauche ich ja nicht. Ah, dann greifen sie mich ja trotzdem nicht an, oder? Die helfen mir dann. Nee. Die helfen dir dann, ja. Ja. Ja, sind ja dann nach wie vor auf meiner Seite. Richtig. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Keep them close. Okay. Nee, hier waren wir alle noch nicht. Das wird schon richtig sein, ne? Lass jucken, Saint? Was ist denn das für ein Spruch? Kennst du nicht, lass jucken? Nee. Sehen alle Menschen innen so aus? Da bin ich wohl, Du bist ja sowas von 2014. Ja, aber echt übelst. So, ne? Aufs Extremste. Hier rausgehen müsste das doch theoretisch... Ha! Dadurch geht's zum Auge. Irgendwie geht mir das zu leicht. Ich hatte mit mehr Widerstand gerechnet. Sag mal. Geh wieder dahin, Eis mariniert. Ich habe versagt. Der ist mit Eis mariniert. Oh, warum ist jetzt die Tür hier zu? Wie komme ich hier raus? Wo bist denn du? Aber? Ja, die ist zu. Danke für dein fachmännisches Urteil. Ja, die ist zu. Diese Diagnose macht dann 300 Euro bitte. Reicht nicht. 300 Euro ist die Anfahrt. Und wo kommst du, Bangladesch? Reiche keine 300 Euro. Ah, die Tür ist wieder offen, jetzt ist wieder zu. Zeit aktivieren! Oh, du bist echt schlimm. Max, hast du eine Idee? In der Nähe sollte ein Fusionsreaktor sein, der das Kraftfeld speist. Wenn du ihn störst, dürfte das Feld zusammenbrechen. Wenn ich weggehe? Geht's ja nicht auf, hä? Bevor wir dann das wieder triggern, machen wir dann erstmal der Quest, der Folge zu. Die Folge machen wir zu, okay. Mach die Folge zu. Kriegen wir hin? Der Fusionsreaktor sitzt hinter einer Verkleidung. Freigelegt sieht er aus wie eine Reihe roter und blauer Kanister. Ich krieg die Tür von außen nicht auf, du wirst wohl außen rumgehen müssen. Naja gut, da hast du jetzt genug Zeit, wir machen nämlich erstmal eine Folgenpause. Währenddessen versucht Benny außenrum zu uns zu gelangen. Dann können wir uns wieder an einem zentralen Knotenpunkt sammeln. Ja. Und wie es dann mit der Hauptquest weitergeht, das sehen wir dann in Folge, lass mich lügen, 59, wenn mich nicht alles täuscht. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.